Stevie war auch im Hintergrund. Stimmt. Oh. Aber nur ihr Hintern. Reicht. Das hast du gesagt. Sie guckt die Folgen nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Da kommt ein Pre-Intro. Dann guckt sie sich das an. Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Drifter. Es hat so eine kleine Pause gehabt bei uns. Aber herzlich willkommen zurück, Kunde und Nefias. Hallo. Hallihallo. Weil ich noch nicht fertig war. Ich wollte irgendwas vorbereiten für die Folge, aber die Deutsche Bahn hat mich wieder gehindert, irgendwas vorzubereiten. Moment. Da müsst ihr eine Stunde lang auf mich warten, seid ihr noch nicht fertig. Witzig, weil es wahr ist. So. Dafür hasse ich Kundron jetzt leider. Oh, tust du nicht. Achso, tust du nicht? Hab ich gesagt, ja. Alter, warum guckt das Schwein so grimmig? Ja. Weil es dich gesehen hat. Der ganze Server ist böse auf dich. Alle hassen dich, Kundron. Alle hassen dich. Ganz besonders ich. Oh. Ja, nichts gegen dich, aber du bist scheiße. Heute spielt Goro bei wieder böser Kopf. Böser Kopf. Böser Zeitnazi heute. Warum? Oh, oh, oh. Strikte 15 Minuten Folgen heute. Aber sowas von, ich soll Viertel nach wieder los. Was? Okay, 10 Minuten Folgen heute nur. Was habe ich heute gesagt, dass ich nur bis Viertel nach habe? Ja, weiß ich doch. Habe ich doch gesehen vorhin. Blind oder was? Ja, du hast Twitter ja nicht gesehen. Mining Level Obsidian. Sensus und Ignisus. Sensus müsste ich haben. Habe ich Perfodio. Vier. Reicht das? Auch 8. Verdammt. Aber ich will auch nur. Ich will spielen. Doch nur spielen. Tu doch nichts. Oh. Ich will doch nur spielen. Nee, ich hab einen Kommentar bekommen, als wir dein Haus gesprengt haben. Nein. Was nee. Besseres konnte Goros Haus nicht passieren. Okay. Warum diese Aggressivität der Leute? Weiß ich nicht. Und das Wichteln über Steam auch eine gute Idee ist. Ist an sich echt keine schlechte Idee, aber ob man den Gegenüber damit glücklich macht, ist die andere Sache. Wirst du nicht glücklich bei Spielen, Nefi? Nee. Also, so unbekannte Spiele, die vielleicht 2 Euro kosten, sind ganz oft nicht unbedingt empfehlenswert. Weißt du doch nicht. Wie war das, der Black Friday Simulator? Was? Stimmt, der war gut. Hatte Peter ein Video zu gemacht. Okay. Peter? Wieder Pizid-Werbung, ey. Ja, irgendwann schreibe ich die echte an, Alter. Ich dachte Debitor. Nee, ich weiß ja, dass Kondran Debitor nicht schaut. Kondran? Kondran. Da habe ich wieder Goro und Kondran gemischt. So. Korondran. Mag einer von euch einen Eimer in die Pouch legen? Mit was gefüllt? Ja, darf ich vorher reinkotzen? Darfst du vorher reinkotzen, willst du mehrere haben? Optional geht auf Wasser. Wasser? Okay. Ah, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Alles. Okay. Kundran hat schon gemacht. Nee, eigentlich nicht. Ich habe den reingelegt. Danke, Kundran. Fand dich auch immer netter als Nefi. Was? Wie ist der Engineer ist Kundran und Goro? Was? Ich fühl mich verraten. Da habe ich so eine schöne Kermit-Animation gemacht in der einen Folge. Ich habe das runtergeladen. Ich nehme das nicht fest. Kommt in meinen neuen Kanal-Trailer. Aber Kermit! Aber Nefi! Ich fand das eine gute Idee. Ja, war es auch, keine Frage. Vor allem mit den Figuren in wackelnden Minecraft-Skins, einfach nur so voll billig. Ja, war echt billig, aber geil.
Ja, ich musste, als ich das gemacht habe, voll lachen. Ich musste mich voll zusammenreißen. Weil ich habe mir das mehrmals angeguckt, ob die das Wackeln so ein bisschen stimmt. Und ich immer. Your stomach suddenly gurgles very strangely. Ich hab das meiner Freundin gezeigt, die so. Okay. Völlig verstört. Nee, die war völlig verstört irgendwie. Aber Hilfe. Ich fand die beste Animation war, ich will nicht alleine sein, wie du kurz hochkommst und dann wieder runter. Ach ja. Der Hammer repariert sich nicht richtig. Oh nein. Die musst du in die Sonne halten, komm dran. In die Sonne? Ja, genau, dann muss ich das Licht sehen. War ich eben, aber. Anscheinend ja nicht! Nein, also ehrlich, manchmal glaube ich echt, du spielst das erste Mal Minecraft. Sonne! Bescheine diesen Hammer. Hier, ich werfe ihn jetzt auf den Boden. Da, bescheine ihn. Bescheine ihn. Hört sich ja pervers an. Kann man eigentlich nachgucken, wie viel Haltbarkeit er hat? Doch da. Durability. 574 von 2900. Das dauert ja gar nicht lang. Der muss auch unten. Ja, eben. Du hast ja auch nur Repair 1 drauf. Du kannst den, aber ist der aus Eisen? Einfach mit Eisenbarren reparieren im Table. Das ist eine gute Idee. Ich will ihn nur ein bisschen weiter leveln. Haben wir hier noch einen Eisenbarren? Nein, ich habe keinen Eisenbarren. Ich habe auf meiner Spitzhacke zum Glück noch ein Level gekriegt und konnte mir jetzt Dia drauf machen. Nice. Nice, Digga, nice! Aber Krabbit! Ich kann schon lange nicht mehr. Aber ne, viel. Oh, wo kommt das? War das eigentlich verstörend, als du dann plötzlich mit Kermit Kopf hochgekommen bist? Nee, fand ich geil. Ich stehe ja auf sowas, ne? Genau mein Geschmack. Ich hatte auch Spaß beim Bearbeiten. Das reicht. Wenn ich dafür Zeit hätte, weißt du? Weißt du, ich hab in der Folge ja nichts geleistet. Ich hab eure Folgen genommen, dann dachte ich, komm, dann machst du wenigstens aus der Stelle was Lustiges, ey. Ist das auch ins Pre-Intro gekommen? Nee. Das wird ja alles vorwegnehmen, das wäre ja langweilig. Muss ja überraschend kommen und nicht direkt am Anfang. Oh, was haben wir? Geht dich gar nichts an. Bum, 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 bum. Bum, 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 Welt geht unter. Inception. Wie macht Inception? Gut zu wissen. Wie macht Inception? Ja, wie macht sie? 18, ich muss noch. Hatte ich eigentlich in der letzten Folge mal angesprochen, dass ich mir das Best of von Nephias angeguckt habe. Das Best of? Das war sehr amüsant, ja. Amüsant, sagt er. Ja. War sehr amüsant. Das war großartig. Ist amüsant jetzt? Nein. Und ich war oft dabei. Wie kommt das nur? Was bist du? Eine der besten. Ich bin Nephias. Ich bin Nephias. Das war auch drin. Ja, bei der Gamescom. Stimmt, da war ich im Hintergrund. Hat er nur Augen für sich. Divi war auch im Hintergrund. Stimmt. Oh. Aber nur ihr Hintern. Reicht. Das hast du gesagt. Sie guckt die Folgen nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Da kommt ein Pre-Intro. Dann guckt sie das an. Nefi, kannst du Kunde die Tasche an? Mal lernen? Aber Kundran. Aber Nefi. Ich hab selber volle Taschen. Das kannst du doch nicht von mir verlangen, warte. Du kannst es danach da auch wieder reinpacken. Ich will dir ein paar Lava-Eimer für die Schmiede geben. Mr. Lava Lava. Genau. My Lava. Mmm. Mmm. Fantastic. Genau der. Mr. Fantastic. Warte, ich brauche. Warte. Muss ich hier für Kundran alle meine ganze Ordnung durcheinander werfen? Du willst doch nicht traurig sein. Kannst du einfach dann. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Alles. Da. Das ist jetzt einmal drin, oder? What? Okay.
Ich hab einen Stack Eimer mitgenommen. Ja, ich seh's. Was hat er gemacht? Ach, er hat da so einen Stack Lava-Eimer eingewo. Ich füll die Schmiede mal. Alter. Kuribu! Jetzt haben wir den Scheiß hier wieder. Kann auch noch mehr holen. Kannst du Eisen mal nach ganz unten machen? Eiren? Da. Ist ganz unten. Das war riskant. Nee, warte, jetzt nicht mehr. Ah! Jetzt ist es wieder ganz unten. So. Du bist doof, Nifjath. Brauchst du Eisen? Mhm. Hier, guck mal, jetzt liegt hier in der Kiste liegen jetzt die Lava-Eimer drin, die Kunda mitgebracht hat. Wir haben erstmal ein bisschen Lava für die Schmiede. So. Wow. Ja, die stacken nicht, das ist ein bisschen blöd. Ja, das könnten kann man die in Barrels stacken? Da geht's bestimmt, ne? Dann kannst du da nicht auch nur Stacks reinpacken? Einen Tank könnte man machen, genau. Ne, ein Barrel umgeht ja die 64 Stack Grenze. Aber. Was hat das mit Grenze zu tun? Nix eigentlich. Aber? Nee, ich war mir gerade unschlüssig, ob das wirklich so ist. Ja, muss er ja. Geht dich gar nichts an. Kuribu! Hier ist schon wieder Lava. Oh, hier haben wir auch noch Iron. Iron. Und Jade. Klatsch ich alles rein. Oh, ich kann wieder Steine wegwerfen, das ist gut. Steine. So. Ich nehm grad auf. Ach ja. Das schon. Haben wir echt nur noch so viel? Warte mal. Ganz schön viel. Molten Iron. Ja, Iron ist viel, obwohl das so wenig in der Schmiede aussieht. Ja, aber das sieht so wenig aus, weil es viel ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Schmiede so hoch ist. Wie hoch ist die Schmiede? Selbst die Schmiede ist voll. Oh, hier ist ein Clown. Irgendwo. Leute, was machen wir, wenn die Schmiede voll ist? Ja. Höher bauen. Tack. So. Dann machen wir jetzt noch eine. Tack. Noch da? Hier ist auch irgendwo noch Darth Vader. Ja, genau der. Darth Vader oder? Darth Vader darf. Nein, Darth Vader darf nicht. Oh. Darth Vader darf nicht. Oh. Das ist der Clown. Da ist noch irgendwo ein Clown. Der Clown ist Darth Vader? Was hast du? Ja, der Clown ist Darth Vader. Krass. Nefi, nimmst du eigentlich auf jetzt oder müssen wir wieder. Jetzt wurde es das. Ja, ich falsche Einstellung. Ja. Nein. Der Lotto liegt hier und schläft bei mir im Haus. Das ist ein bisschen dreist, oder? Ja, aber er will nur Goldcoins. Aber ich kann ihn schieben. Ich hab ein paar. Ich kann ihn schieben, wenn dich der. Wie viele Goldcoins will er denn? Oh, er braucht 5 Silvercoins, dann haben wir eine Gembag. Oder 5 Goldcoins, dann kriegen wir Magic Repair Dust. Moment. Oder für 25 Coins kriegen wir Magic Repair Dust 15. Oder für 7 bekommen wir eine Shiny Box. Hey, ich hatte noch mal. Nee, Kundran hatte Goldcoins. Ja, ich hatte Silbercoins. Also aber du hattest, glaube ich, nur 4 oder so. Nö, ich hatte 20 oder so, glaube ich. Egal, wollen wir mal nicht ausgeben für so unnützen Kram. Das ist der Lottomann. Entropie und Order. Ich hätte gerne ein Level noch auf dem Hammer eigentlich. Aber Mama, das ist der Lottomann! Verarschen wir mich selbst nicht viel. Verarsch dich doch nicht. Blöd. Doch. Und dann verarsche mich. Würde Nefi nie tun. Eben. Das traut er sich gar nicht. Wenn Kundan was sagt. Herber Meto Terra. Habe ich Meto?
Wenn ihr Level habt, könnt ihr bei mir in die obere Etage gehen. Oh, so hast du da jetzt so den Toilette? Tank hingeknallt? Ist da die Toilette? Da ist die Toilette. Sehr schön. Führt genau in dein Haus, kommt an. Oh. Bei Meto, wow. Krass, in deine Dusche. In meine Dusche. Denn Kunran schläft in seiner Dusche. Sollen wir nicht mal wieder eine neue Welt erforschen? Wollen wir nicht mal die Folge beenden? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.